Ibrahim ibn al-Aqlab, Arabisch DMG Ibrahim ibn al-Aqlab, erster Emir der Aqlabiden in Ifriqiya. Während der Aufstände der Scharijiten in Ifriqiya gegen Ende des 8. Jahrhunderts kam al-Aqlab in diese Provinz des Kalifats und bekämpfte erfolgreich die Unruhen. Sein Sohn Ibrahim erhob sich 800 zum Emir von Ifriqiya und begründete die Dynastie der Aqlabiden. Er erreichte auch die Anerkennung als erblicher Statthalter durch den Kalifen Harun al-Rashid. Nach der Befriedung des Landes gründete er die Residenz al-Abbasiyya, um die unruhigen Rechtsgelehrten von Kairouan auf Abstand zu halten, die die Bevölkerung immer wieder zu Revolten anstacheln konnten. Um nicht allein von den arabischen Truppen abhängig zu sein, bildete Ibrahimi eine Garde von 5000 dunkelhäutigen Sklaven. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme zeigte sich in mehreren Revolten arabischer Truppen, die aber niedergeschlagen werden konnten. Neben der Befriedung des Landes gelang Ibrahimi auch der Aufbau einer geordneten Verwaltung, welche die Grundlagen für den Wirtschaftsaufschwung Ifriqiyas im folgenden Jahrhundert legte. Ibrahimi ibn al-Aqlab folgten seine Söhne Abdallah Ziyadat Alai und Abu Ikal.